erste deutsche YouTube-Kanal mit dem Chamber Talk. Heute im Studio Ricarda Fuß und Klaus Hirlupsch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Chamber Talk. Die Themen: Rock'n'Roller und Gänsehautfaschisten, aufgepasst. Wenn diese zwei Jungs und Mädels auf den Plan treten, halten sie mit ihren roten Schuhen nicht nur sämtliche Rinaldos, sondern auch das gesamte Publikum gefesselt. Liest man aber ihre Biografie, kommt man aus dem Gähnen nicht mehr raus. Genf-Wettbewerb hier, ARD-Wettbewerb da, 1000 Sonderpreise dort, Rising Stars. Streber, pfui, langweilig. Kann das alles sein? Weit gefehlt. Wenn Quoten-Ossi Martin, Prenzlauer Bergschwabe Johanna, Mutter Teresa, nein, andersrum, Mutter Johanna, Prenzlauer Bergschwabe Teresa und Emotionsvulkan Peter Philipp in die Seiten greifen, machen sie den Rolling Stones Konkurrenz. Da wird legitiert, bartokisiert, bleibt nichts mehr Kurtakt. Da reißen die Seiten, werden The Who-mäßig Celli zerschmettert, da explodet der Mozart. Hoffentlich wird da das Grauhaar-Publikum nicht mozzert. Lieber Herr F., Sie hatten recht. Aus Teresa ist nichts geworden. Außer die Bratscherin des weltbesten Streichquartetts. Stecken Sie Ihre Heizdecken an, machen Sie es sich vor Ihren Volksempfängern gemütlich und begrüßen Sie mit uns in der nächsten Folge die Flaschenbläser von Oslo, die Fantastischen Vier der Klassikszene, die berühmteste Berliner Quadriga nach dem Brandenburger Tor und die Besitzer einer Herrenboutique in Wuppertal, das Amida-Quartett. Herrlich!